dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die letzte Woche die Herausforderungen gut gemeistert und habt neue Ansätze ins Leben gerufen, statt in den alten Schuhen weiter zu tanzen. Und ich bin schon sehr gespannt, was uns diese Woche bietet. Und sollte ich in den letzten Videos den Neumond mit dem falschen Datum erwähnt haben, möchte ich mich dafür entschuldigen. Es kann sein, dass ich den 19. erwähnt habe, obwohl es der 17. war. Die Jungfrau auf alle Fälle. Stimmt. Also habt ihr wahrscheinlich auch das Feld so ausgerichtet, um eine neue Ordnung zu starten, zu kreieren. Und ja, lasst uns in die kommende Woche blicken. Es geht hauptsächlich um Traurigkeit, um Leiden. Das kann eine Frau in eurem Umfeld sein, die euch das spiegelt. Vielleicht geht es auch um euer Inneres, wo noch etwas der Heilung bedarf, einem Heilungsprozess bedarf. Es geht um einen Verlust, um etwas loszulassen, das Traurigkeit hervorruft. Oder in Kombination kann es natürlich bedeuten, dass die Traurigkeit, das Leiden jetzt endlich in den Verlust, ins Ende gehen, weil man sagt, es ist genug. Wir sind ja dabei, aus den alten Schuhen Schritt für Schritt auszutreten. Und es geht um einen Feind. Vielleicht sehen viele Menschen in dieser Zeit die Traurigkeit als negatives Gefühl, dann seid ihr euch selber Feind. Vielleicht geht es auch darum, Abschied von Feindbildern im Außen zu verabschieden. Denn wenn ihr im Außen Feinde habt, werden die natürlich nur in euer Feld gezogen, wenn ihr innerlich mit einem bestimmten Thema noch nicht in Frieden seid. Also das Umfeld spiegelt euch wirklich immer das, was in euch ist. Da darf man sehr selbstreflektiert sein und eben in die Heilung in Bezug auf diese Themen kommen. Vielleicht verhält sich manchmal jemand nicht so, wie er es gern hätte. Das löst Schmerz aus, weil er euch an die Kindheit erinnert. Und häufig wird dann der andere als Schuldiger deklariert. Aber es gibt ja keine Schuldigen. Auch die Schuld ist eine pure Illusion. Schaut mal, welche Muster das ihr hier noch zu verabschieden habt. Jedenfalls geht es hier von mir aus gesehen um einen Cut, der im Inneren abläuft, was man hinter sich lassen darf. Und fragt euch, wie ihr Traurigkeit lebt, wie ihr sie seht. Für viele ist das höchst negativ gespeichert und ist ein Gefühl wie jedes andere auch. In Gedanken haben wir die Beständigkeit. Das ist einmal mit beiden Füßen im Leben stehen zu wollen. Es geht hauptsächlich um den Beruf, die Berufung, um Beständigkeit in Verbindungen, in Partnerschaften, in Freundschaften, in der Familie, in welchem Umfeld das es für euch eben gerade passt. Ist dieses Thema sehr aktuell. Und im Unterbewusstsein geht es um eine Nachricht. Vielleicht seid ihr traurig, weil in Sachen Beruf irgendetwas nicht stimmig läuft, weil in Sachen Verbindung noch keine starke Beständigkeit da ist, die ihr gerne hättet. Und hier darf etwas angesprochen werden, kommuniziert werden. Vielleicht kommt die Nachricht auch auf euch zu oder ihr seid diejenigen, die die Nachricht initiieren. Vielleicht können wir das später noch besser entlarven. Die Eifersucht gehört jetzt der Vergangenheit an. Das habt ihr gut geschafft, wenn die Karte hier liegt. Das heißt, es ist ein großer Schritt bewältigt, da wir letzte Woche die Eifersucht ja in naher Zukunft liegen hatten. Die Eifersucht heißt auch mit Eifer nach etwas suchen. In dieser Zeit könnt ihr euch auch fragen, wie es wäre, wenn ich vom Suchenden zum Findenden
werde, also wenn ich meine Ausrichtung nicht mehr auf das Suchen fokussiere, sondern auf das Finden. Das Suchen entspringt meistens einer Sehnsucht, einer ungesunden Sehnsucht, wo man vielleicht zwanghaft wird, wo man gerne alles kontrollieren möchte und man wird dadurch natürlich unsicher. Das sind alte Verhaltensmuster. Da es der Vergangenheit angehört, habt ihr die Aufgabe gelöst. Sollte es mit diesen Karten noch in Kombination korrespondieren, dann habe ich euch jetzt ein paar Inputs mit auf den Weg gegeben. Und in nächster Zukunft geht es um die Geliebte. Als weibliche Zuschauer könnt ihr hier zur Geliebten werden, oder es kann um eine Freundin gehen, es kann um geliebte weibliche Personen in der Familie gehen. Es ist auch möglich als männlicher Zuschauer, dass ihr hier auf eine Geliebte trefft. Dadurch, dass die Botschaft und die Geliebte in dieselbe Richtung schauen, in die Zukunft, kann dieses Thema natürlich zusammenhängen, die Kommunikation mit der Geliebten. Es geht mit Sicherheit um das Thema Geld. Es kann auch sein, dass eben die Botschaft mit dem Thema Finanzen, Beruf und Liebe zu tun haben. Vielleicht sind die Themen alle gekoppelt, das ist auch eine Möglichkeit. Und das Thema Geld steht ja immer auch für den Selbstwert, der hier geheilt werden darf mit diesen drei Karten, wo man noch nicht ganz in Frieden ist. Hier ist ganz klar durchgekommen, dass es darum geht, überprüft bitte euer Wertesystem und ob ihr dementsprechend handelt, dann seid ihr authentisch. Auch wenn manchmal euch noch etwas unsicher machen sollte, kommt in euren Selbstwert und handelt. Handelt nach euren Werten. Und schaut mal, ob ihr eure Werte und euer Wertesystem kennt. Was sind denn eure Werte? In eurem Umfeld wird es eine sehr lebendige Zeit. Also hier kann auch ein Treffen mit einer Geliebten eine riesige Bereicherung sein und zu dieser Beständigkeit führen, die man sich wünscht. Hier geht es um einen Besuch, um ein Treffen oder die Zeit, sich zu binden, ist noch nicht ganz reif. Jedenfalls ist das Treffen aber eine starke Bereicherung. Vielleicht hat man hier auch sehr starke Verlustängste und muss sich überwinden, um diesen Schritt einfach zu realisieren. Die Hoffnung und Befürchtung ist der Tod. Hier hat man wahrscheinlich Angst, etwas loszulassen und es könnte ja mal gut ausgehen. Es könnte mal etwas Wertvolles passieren und dann sucht ihr vielleicht unbewusst nach dem Haken, denn wieso sollte denn alles so leicht gehen? Wenn ihr in eurer Entwicklung authentisch seid, dann werden die Dinge im Leben mit Leichtigkeit zu meistern sein. Dann wird das Kommunizieren leicht sein, dann wird das Wertesystem für euch selber immer klarer werden, mit wem ihr euch trefft, mit wem ihr euch nicht trefft, mit wem ihr Termine vereinbart, mit wem nicht. Also das können ja auch berufliche Termine sein, die können ja auch gekoppelt sein. Und ansonsten im Arbeitsgeschehen kann es für sehr viele Termine, Buchungen stehen, für das große Geld, mit Terminen das Geld zu verdienen. Und man darf mit der Botschaft nach außen treten, die liegt ja noch im Unbewussten. Vielleicht hat man auch Angst, diese Botschaft nach außen zu tragen. Wenn ihr das schafft, werdet ihr höchst belohnt. Hier ist die unverhoffte Freude, die Karte, die beste Karte vom ganzen Deck. Überwindet die Ängste und geht mit der Kommunikation nach außen. Steigert euren Wert, um diese Belohnung einzufahren. Die wartet hier mit Sicherheit auf euch. Es ist ein Geschenk und es geht um die Witwe.
Also hier geht es um ein unverhofftes Geschenk. Das kann von einer Frau kommen, die in einem Reifeprozess ist. Das könnt ihr als weiblicher Zuschauer selbst sein, dass ihr jemanden beschenkt und dieser Person eine Riesenfreude macht. Oder es ist umgekehrt, dass man von einer Person beschenkt wird, was einen auf die Probe stellt. Auch, dass eine Frau sich zum Beispiel trennt oder scheiden lässt, ist ein Geschenk und führt zu unverhoffter Freude, ist auch eine Möglichkeit. Jedenfalls haben wir hier eine geballte, starke, positive Ladung. Ja? Und unterm Deck haben wir die Reise. Die Reise hat immer damit zu tun, nach vorne zu gehen. Es kann für einen Umzug stehen, es kann für eine Reise an sich stehen, es kann bedeuten, dass ihr beruflich verreist oder einen Job annehmt, wo ihr mehr mobil sein müsst, wo es erforderlich ist, mobil zu sein. Und es kann sein, dass ein geliebter Mensch zu euch reist oder dass ihr zu diesem Menschen reist. Das ist auch eine Möglichkeit. So, wie immer schauen wir uns die Entwicklung auch im Inneren nochmal detaillierter an. Die Hauptperson spielt diese Woche die Konkurrenz, das Gefühl des Unterlegenseins, also auch das Gefühl zu haben, nicht gut genug für jemanden oder für eine Situation zu sein. Das hatten wir vor kurzer Zeit schon mal. Also dieses Thema wird nochmal aufkommen. Das kann sein, dass es mit anderen Personen ist oder mit denselben, wie es damals schon erlebt hat. Hier kann es sein, dass man in Rollen schlüpft, wo man meint, man muss noch schöner werden oder man muss noch gebildeter und wissender werden. Hier ist einfach nie genug, auch ein Streben nach Perfektionismus, was uns ja Menschsein total behindert. Also schaut mal, mit wem ihr hier in Konkurrenz tretet. Vielleicht auch nur mit euch selber und das Umfeld spiegelt euch das. Auf dem Weg, wie ich es gewusst hätte, ihr habt gemerkt, ich habe nichts angeschaut vorher. Schon wieder das Spiegelfechten. Das ist jetzt wirklich das dritte Mal. Also hier geht es immer noch um Spiegelung. Wir haben hier die Sonne durch den Löwen gekennzeichnet, in Kombination mit dem Mars, dem Widder. Hier kann es sein, dass man im Außen eben Feinde meint zu haben, die gar keine sind. Wenn es welche sind, habt ihr die Kraft, euch durchzusetzen. Das sind sehr kraftvolle Planeten, die hier zusammentreffen. Die Sonne ist der Selbstausdruck und das Ich, das Ego. Und der Mars steht ja für das Handeln. Schaut mal, wie groß euer Ego hier ist und ob die Handlungen dem wahren Wesen entsprechen. Das Ziel, das man erreicht, ist der Heilige Gral, die Fülle. Hier verbindet man den eigenen Willen mit dem göttlichen Willen, fängt wieder mehr an, dem Leben zu vertrauen, mit dem Leben zu gehen. Hier kann auch etwas sehr plötzlich kommen mit dem Uranus. Es kann auch eine Eingebung, eine Intuition sein mit dem Neptun, der die Edelsinne schärft. Und die zwei in Kombination können zu einer Erleuchtung, zu einer Eingebung führen, wo man sich denkt, das hätte ich schon viel früher tun können. Geht aber darum, dass ihr Entwicklung und Erfahrung am eigenen Leibe erlebt. Das haben wir uns ja vorgenommen, als wir auf diese Erde gekommen sind. Die Karten, die uns hier unterstützen, haben mit der Kaiserin zu tun, die Karten der Kaiserin. Die Männer bohlen das auf den inneren Kaiser um. Hier haben wir, die Kaiserin lässt sich nicht abspeisen. Vielleicht versucht man mit euch zu handeln.
Egal, ob es jetzt im partnerschaftlichen ist, im beruflichen, im familiären. Hier ist eben wichtig, dass man das eigene Wertesystem kennt und dafür gerade steht. Hier habt ihr die Kraft dazu. Auf dem Weg der Begleiter, die Kaiserin bündelt ihre Kraft. Vielleicht geht es hier darum, nicht sofort nach außen zu preschen, wenn etwas triggert, wenn ihr angetriggert werdet, nicht sofort zu platzen wie eine Bombe, sondern schaut und beobachtet, was in eurem Inneren abläuft und was euch das sagen will. Im Außen passiert etwas, was euch etwas über euer Inneres verrät. Wenn ihr es hier schafft, nicht sofort zu explodieren, sondern bei euch zu bleiben und die Kraft zu bündeln, kommt ihr auf eine neue Ebene. Und dazu sagt die Kaiserin, große und kleine Kaiserinnen erkennen und respektieren sich. Hier geht es darum, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Vielleicht ist hier die unverhoffte Freude, eine Verbindung mit Gleichgesinnten einzugehen, egal ob es in Freundschaft, Beruf oder Familie ist. Die Qualität der Verbindung der Menschen. Hier kann es auch um Mentoren vielleicht sich handeln. Ja? Schön. Mit diesen Informationen schließe ich ab. Wie immer wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Danke für jeden Like, danke für jedes Teilen und neue Abo, das eingeht. Für eine persönliche Legung und freiwillige Spenden findet ihr wie immer die Infos unten in der Box. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Liebe, eure Sandra.